Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Piolet-Adventskalender. Ja, und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ganz offensichtlich möchte mein Papa tatsächlich auch in diesem Video erwähnt werden. Hey Papa, liebe Grüße. Okay, er möchte doch mal gegrüßt werden. Von Herzen gerne. Er hat heute auch tatsächlich schon den Adventskalender von mir bekommen. Und denn Leute, ich werde jetzt tatsächlich im Dezember auch noch das ein oder andere Adventskalender-Unboxing online stellen. Ich habe da noch ein bisschen was in petto, ne? Gut, der Piolet Adventskalender hat 149 Euro gekostet, ist verfügbar gewesen in Gold, Silber und in Roségold. Leider Vergangenheitsform, denn der ist immer super schnell ausverkauft und deswegen, ja, es ist auch einer der letzten, den ich vorstelle, weil den gibt es eh nicht mehr, ne? Also so schnell kann kein Mensch den unboxen, es sei denn, man kriegt den in Kooperation zugeschickt. Das ist ein Boxen-Adventskalender, der hier so in Schubladen drin ist. Das ist schon ganz süß gestaltet und ich würde sagen, wir hauen jetzt einfach mal hier rein, ne? Gold habe ich übrigens ausgewählt, ne? Simi ist auch schon ganz neugierig, der sitzt hier und guckt sich das Ganze ganz genau an. Praktisch finde ich tatsächlich, dass es dann in den Schubladen selber auch chronologisch hier drin ist. Das heißt, wir können jetzt einfach mal mit der Nummer 1 starten. Oh ja, das finde ich schön. Das finde ich wirklich schön. Also hier ist eine Kette direkt am Anfang drin. Und das ist eine Kette, die quasi auch noch so Ringe mit drin hat. Das ist ganz speziell irgendwie, ne? Weil also so eine Kette in der Art und Weise habe ich jetzt so noch nicht. Finde ich persönlich eigentlich ganz hübsch. Ein bisschen gröber, nicht ganz so filigran, wie man das normalerweise von Piolet kennt. Mag ich auf jeden Fall leiden. Da hat sich jemand hingesetzt und hat sich wirklich Gedanken gemacht, denn direkt in der 2, also quasi direkt nach der Nummer 1, wo wir die Kette drin haben, haben wir hier passende Ohrringe dazu drin. Ich zeige euch jetzt mal exemplarisch einen davon. Ganz interessant, das sind so Stecker, die halt hier vorne so eine, diesen Kreis dran haben und dann aber zusätzlich noch diesen großen Kreis, der so beweglich ist, was das Ganze auch ein bisschen irgendwie entspannter, chilliger macht. Und man könnte theoretisch, wenn einem das zu viel ist, den großen Kreis entfernen und dann nur noch den kleinen haben. Aber das ist schon was anderes, ne? Kreolen mal auf diese Art und Weise zu tragen und nicht so, finde ich schön. Die Nummer 3. Autsch. Okay, wir haben Scrunchie hier drin. Genug Leute mögen gerne diese Scrunchies und werden sich da hart drüber freuen. Ne? Das ist auch ein sehr festes Scrunchie. Das muss ich wirklich positiv erwähnen. Könnte ich mir sogar fast bei mir vorstellen, dass wenn ich mir ein Bommel hier oben mache, dass ich den Scrunchie so drum zumache, um das irgendwie ein bisschen lockerer zu gestalten. Vielleicht werde ich das tatsächlich mal in Anwendung nehmen. Fühlt sich auch sehr robust an. Ne? Sieht auch eigentlich ganz schön aus. Ist jetzt nicht so super kitschig, dass es irgendwie mit einem Animal Print wäre oder so, aber ich bin eigentlich kein Fan von Scrunchies in Schmuck-Adventskalendern, aber okay, das ist ein okayes Scrunchie. Die Nummer 4. Okay, hier haben wir so grafische Ohrringe. Die sind, ich zeige euch jetzt immer nur einen, ich glaube, das macht Sinn, das sind Stecker. Und die sind halt eckig. Kann man machen, ne? Also wenn man mal so grafische Ohrringe haben möchte, finde ich per se ganz schön, also ganz hübsch. Ich bin halt eher so ein Fan, ich weiß nicht warum, aber ich bin eher so ein Fan von eher rundlicherem Schmuck. Der Tag von Nikolaus, die Nummer 5. Oh, guck mal, also das geht jetzt hier mit der Reihe weiter und hier haben wir ein passendes Armband zu der Kette und den Ohrringen, die wir ja eben schon drin hatten. Definitiv sehr gut überlegt. Ich persönlich trage keine Armbänder, aber das ist nicht schlimm, denn sowas kann man super weiter verschenken. Nikolaus, die Nummer 6. Oha, das ist ein bisschen schwerer und definitiv klobiger. Passt auf jeden Fall zu diesen grafischen Ohrringen, die wir ja drin hatten. Und hier haben wir so eine sehr dicke oder ja, grobgliederigere Kette. Die hat, Moment, hier hinten ihren Verschluss, genau. Das heißt, man kann die theoretisch hier hinten zumachen. Du könntest aber bestimmt, kann man das aufmachen? Nee, oder? Man diesen Karabiner öffnet und dann auch noch verschiebt. Doch, tatsächlich, wow. Weil ich kann mir vorstellen, das ist jetzt ja auch irgendwie modisch gesehen total schick, dass man diesen Karabiner, keine Ahnung, hier so reinmacht. Ne? Und dann hat man hier oben quasi so was Kurzes und hier unten hängt dann noch so ein Schwänzchen dran. Ne? Das habe ich jetzt bei iCrush zum Beispiel auch öfters schon mal gehabt. Sowas finde ich auch ganz schön, weil dann hast du nicht das Problem, dass dir der Verschluss immer so nach vorne rollt. Und sehr grob tatsächlich. Nicht unbedingt was für mich, weil ich eher so die feine Schmuck,
Trägerin bin, aber ich finde es irgendwie ganz cool. Die Nummer 7. Okay, zum einen, also hier sind zwei verschiedene Sachen drin. Einmal haben wir hier eine Verlängerung drin, also quasi, wenn einem ein Armband zu kurz ist oder eine Kette oder so, ne, dass man hier so eine kleine Mini-Verlängerung hat. Finde ich eigentlich wohl mal ganz süß. Habe ich jetzt so, ja gut, bei Armbändern hätte ich es jetzt öfters gebrauchen können, ne? Weil ich bin ja so eine, ich habe einen relativ großen Armumfang, ne? Also bei, würde ich Armbänder tragen, würde ich das tatsächlich brauchen. Und bei Ketten geht das bei mir immer vollkommen klar. Und hier haben wir auch noch so Poliergeschichten. Polishing Cloth steht hier hinten drauf. Genau, das ist einfach ein Schmuckpoliertuch. Ist ein süßes Füllprodukt in einem Adventskalender, was ich jetzt gar nicht so hundertprozentig als Füllprodukt bezeichnen würde, sondern als passt halt zu Schmuck. Ja. So, die letzte Zahl im ersten Schuber ist die Nummer 8. Die darf machen, dass es kracht, weil Monsieur Sammy, oh, der kleine, die kleine Penntüte, hat da immer Geburtstag. Hier haben wir jetzt so einen Anhänger einfach nur drin. Also das ist ja einfach nur ein Anhänger, ne? Ja, der hat so ein Perlmutt oder so ein Muscheldesign. Ist ganz hübsch, ne? Also ich weiß nicht, ob wir hierzu dann noch die passende Kette hier drin finden werden. Ja, also so als, als Anhänger an sich kann ich mir das sehr gut vorstellen, das an der Kette dran zu haben. Ja. Die zweite Schublade ist am Start. Und wir öffnen direkt die Nummer 9. Ach, guck mal, jetzt haben wir zu der grobgliedrigen Kette und den eckigen Ohrringen nochmal passend das Armband mit dabei. Ja, ne, also auch hier wieder mit diesem Karabiner. Ist ganz schick. Die Nummer 10. Yay, hier haben wir wieder Ohrringe drin und das sind auch wieder Ohrstecker. Zwei Stück und die haben einmal so ein Glitzy-Steinchen und eine Perle. Und ich bin ein absoluter Freund von Perlen. Also das Design gefällt mir wirklich gut. Oha, die Nummer 11 ist ein riesiges Schächtelchen. Inner Power, wir haben hier ein kleines Täschchen mit dabei. Ja, ist okay. Hier haben wir auch noch so ein Piolet-Logo mit dabei, ne? Ja, der Adventskalender kostet halt 149 Euro. Hast ein Täschchen mit dabei. Na gut, ein Täschchen. Dann gehen wir jetzt mal weiter zu der Halbzeit, die Nummer 12. Oh, hier haben wir eine schöne Kette drin. Die mag ich wirklich gerne leihen. Die ist auch so ein bisschen gröber, kann man aber super so zum Layering auch nehmen. Also dafür würde ich die jetzt auch verwenden wollen. Hat eine schöne Länge, da könnte man natürlich auch, wenn einem die nicht lang genug ist, dann diesen Extender dran machen. Die mag ich gerne, die ist so ein bisschen gedreht, ist einfach mal was anderes. Die mag ich, habe ich gesagt, dass ich die mag, ich mag sie. Schöne Halbzeit. Dann gehen wir jetzt weiter zu der Nummer 13. Ja, hier haben wir ein Produkt drin, was eigentlich relativ schwierig ist, weil du natürlich nicht die jeweilige Größe herausfinden kannst, denn hier haben wir einen Ring drin. Aber ich glaube, der ist ja auch so ein bisschen... Oh, da mache ich mal den anderen für ab. Der ist ja auch so ein bisschen größenverstellbar. Den kannst du ja theoretisch auch dehnen. Das ist jetzt natürlich der einzige Goldring, den ich hier so trage. Mag ich auf jeden Fall gerne leiden. Ne, müsste für mich ein bisschen noch geweitet werden. Hier haben wir auch diese Glitzy-Steinchen drin, die wir ja auch bei den Ohrringen mit dabei haben. Das ist ein schöner Ring. Da verheddert sich auch nicht so viel, ne? Weil manchmal hast du ja bei diesen Ringen, die so Steinchen drin haben, dass diese Einfassungen so ein bisschen hochstehen, aber die sind hier sehr schön rund. Die Nummer 14. Ich glaube, hier kann man seine Ketten dran aufhängen. Oder wofür soll das sein? Ja, dass sie nicht vertüddeln, ne? Da hast du hier nämlich diese Hakenviecher. Und hier oben auf der anderen Seite hast du dann auch drei Ösen. Und dann könnte man das so einmal rumlegen und hat dann hier dieses Trennvieh immer dazwischen. Was ich eigentlich, also schlau gelöst, ne? Ich habe zwar meine Ständerviecher hier. Oh, der ist jetzt hier ein bisschen fest. Da habe ich mir mal bei Amazon bestellt. Einmal für Gold, Silber und Roségold, ne? Diese Bäumchen. Aber ja, wenn man so verreist, kann ich mir gut vorstellen, dass man sowas auf jeden Fall gut gebrauchen kann. Das ist schön. Die Nummer 15. Okay, hier haben wir auch wieder einen Anhänger drin. Der passt natürlich zu den Ohrringen und so und was wir da schon hatten, ne? Und zu dem Ring. Ja, ist ein Anhänger. Okay. Und die letzte Zahl aus der zweiten Schublade ist die Nummer 16. Oh mein Gott, hier ist was Schönes drin, Leute. Das sind auch so Kreolen, aber die haben am Ende, oh mein Gott, eine Perle. Oh, die liebe ich jetzt schon. Die finde ich ja beautiful. Scheiß die Wand, dann finde ich die schön. Das gefällt mir extrem gut und da kann ich mir auch gut vorstellen, weil ich habe ja auf der einen Seite noch ein zweites Ohrloch, dass ich mir dann in das zweite Ohrloch diesen Ohrring reinmache. Da ist ja auch wieder eine Perle mit dabei und dann hast du das so vereint. Oh, die finde ich gerade schön, extrem schön
mega schön. Mit der schönste bislang aus dem Adventskalender. Und die unterste Schublade beginnt mit der Nummer 17. Und da schauen wir doch mal direkt rein. Hier haben wir ein Armband drin. Oder ist es ein Haargummi? Hair Tie Chain Gold. Okay, das ist ein Haargummi. Ja, kann man sich reinmachen. Bei mir mit meinen fisseligen Haaren wird das nicht funktionieren. Ne? Die würden sich drum zufisseln und da würde ich nicht glücklich bei werden. Ich glaube, sowas ist nicht unbedingt günstig, aber ja, funktioniert bei mir leider nicht. Holla, die Waldfee. Die Nummer 18 ist wieder schön groß. Ein leeres Vieh. Und dann haben wir hier einen Schlüsselanhänger mit dabei. Oh mein Gott, der ist ja an Kitsch kaum zu überbieten, oder? Das ist hardcore. Ich bin jetzt nicht so ein Piolet-Ultra-Fan. Ich mag Piolet-Schmuck, trage ich auch ganz gerne, weil ich ja letztes Jahr auch den Adventskalender ausgepackt habe und jetzt auch in Beautyboxen immer mal wieder so Piolet-Sets mit drin hatte. Aber ich wäre jetzt nicht so hart unterwegs, dass ich mir jetzt dieses Piolet-Logo irgendwo an meinen Schlüssel dran machen würde oder das sonst irgendwo präsent an meine Tasche. Weißt du, ich bin nicht so der Marken-Junkie. Naja. Weiter geht es mit der Nummer 19. Wir haben wieder eine Kette. Das freut mich. Und was für eine schöne Kette. Ja, die wird auch behalten, denn die ist passend zu den Ohrringen und dem Ring und so. Die hat nämlich auch so Perlenviecher dran. Oh, das mag ich. So eine Art von Schmuck ist ja voll meine Welt. Es ist auch ein bisschen länger. Und die kann man sich dann zum Beispiel auch so layern mit dieser Kette. Ne, dann hast du die hier ein bisschen länger, die dann ein bisschen kürzer. Hier machst du dann vielleicht noch den Extender dran, damit es noch ein bisschen länger ist. Mag ich voll gerne. Und also die Kette ist richtig schön. Also mit dieser Art von Schmuck haben sie mich einfach, weil ich bin ein absoluter Fan von Perlenschmuck. Und hier haben wir auch ja, Ohrstecker drin, die unten dran so eine Bommelperle haben. Auch die kann man sich abmachen, wenn man möchte, aber ich feiere die, ne? Also für mich wunderschön, mag ich extrem gerne leiden. Voll geil! Ja, also dieses Jahr freue ich mich wirklich sehr, dass wir super viel diese Perlengeschichten mit dabei haben, weil das ist halt voll meine Welt. Die Nummer 21. Was mich hingegen aber etwas stört, was wir aber auch bei anderen Adventskalendern öfters mit dabei hatten jetzt, aber ich finde jetzt nicht so vermehrt wie bei dem hier, weil das ist jetzt schon der dritte Anhänger, ist, dass wir halt, ja, halt keine Kette, sondern einfach nur diese Anhänger mit dabei haben. Weiß ich nicht. Ist süß, ne? Wonder Woman, wow, ja, bist du eine Superwoman, eine Wonder Woman. Aber irgendwie... Schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Natürlich ist es dann, ne, wenn du dann jetzt am Ende vielleicht eine Kette mit dran hast oder drin hast, wo du die jeweils dran machen kannst, ist es ganz nice. Aber ich mag es halt einfach lieber, wenn man das komplett so hat und dann komplett das sich so nehmen kann und so. Aber egal. So, gucke ich jetzt mal in die 22 rein. Jetzt haben wir auch noch eine Brosche. Ach Mensch, also das mag alles ja auch alles hochpreisig und hochwertig sein, aber auch eine Brosche, ne, muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Die würde ich mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht irgendwo an eine Tasche dran machen. Die Nummer 23. Ja, auch das Design mag ich echt gerne leiden. Und zwar haben wir hier auch wieder diese Kreolen-Ohrringe und da haben wir auch Glitzer. Also wir haben da zwei verschiedene Seiten. Einmal, also im Prinzip sind das zwei Kreise, die so zusammen gemacht wurden. Hier haben wir so eine Riffelseite. Und auf der anderen Seite haben wir eine glatte Seite, aber da sind so Steinchen mit drin. Ne, so kleine Glitzersteinchen. Das finde ich sehr, sehr hübsch. Und die sind auch ein bisschen kleiner als zum Beispiel diese Kreolen. Also die haben da auch unterschiedliche Größen. Das mag ich wirklich sehr, sehr gerne leiden. Und da freue ich mich auch wirklich drüber. Also vom Schmuck an sich her haben wir hier echt tolle Sachen drin. Ich bin jetzt gespannt auf die Nummer 24, denn da müsste dann jetzt ja quasi die Kette drin sein, wo wir jetzt die ganzen Schmuckutensilien, also diese ganzen Anhänger dran machen können. Und in diesem Riesenvieh ist dieses Täschchen. Und ach so, wie man quasi die ganzen Sachen layern und kombinieren kann, ist hier auch noch mit aufgeführt. Hier, das ist natürlich ein How-To, ist ganz süß gemacht. Und ja, natürlich, ne? Hier haben wir dann eine Kette drin. Hä? Hä? Aber ist das eine Layer-Kette? Also das ist eine gelayerte Kette. Ach so, und dann kann man da natürlich auch, anstatt von dem, was da jetzt dran ist, da haben wir jetzt nämlich unten so ein, na, so eine Art Sonne mit Glitzersteinchen. Ne? Da kannst du dann individuell alle anderen natürlich auch dran machen, wenn man das so möchte. Ach, guck mal, und die ist halt richtig, richtig lang. Das ist natürlich auch cool. Das, sowas mag ich ja auch. Ne? Die kannst du dir dann ja auch doppelt legen, wenn du möchtest. Und natürlich, weil du jetzt so eine ganz lange Kette dran hast, das finde ich irgendwie schon cool am Ende dann. Ne? Kannst du da die ganzen anderen Anhänger dran machen. Und wenn man möchte, kann man sich die bestimmt auch noch einmal um den Hals und dann irgendwie so
Nee, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt machen, ne? Das schnürt dir ja den Hals ab. Aber an und für sich so eine lange Kette am Ende, das finde ich cool. Ich glaube, so eine lange Kette habe ich auch noch gar nicht. Und ja, jetzt baue ich mal eben kurz den Adventskalender noch zusammen und dann kommen wir zum Fazit. Er sieht so klein und unscheinbar aus, aber er kostet halt auch einfach mal 149 Euro. Ich finde, wir haben hier wirklich schönen Schmuck drin, unterschiedliche Arten und Weisen. Ich feiere es, dass wir nicht so viele Armbänder drin haben, muss ich ehrlich zugeben. Diese ganz grobe Reihe ist nicht unbedingt was für mich, aber das ist auch nicht schlimm. Also, ne, weil ich bin ja auch nicht alle Welt, von daher kann man das jetzt schwer vergleichen. Ich finde es geil, dass wir hier komplette Sets drin haben. Ich mag es, dass wir so viel Perlsachen drin haben, aber das ist halt, weil mir das so gut gefällt. Also für mich persönlich lohnt es sich schon für 149 Euro, sich den Adventskalender zu holen, und ich werde ihn mir auch im nächsten Jahr bestellen. Und da ich im letzten Jahr Roségold hatte, dieses Jahr Gold, werde ich ihn mir nächstes Jahr in Silber bestellen. Denn ich finde, dass man da einfach so ein bisschen ein paar neue Zugänge für die Schmucksammlung halt bekommen kann, die halt von ganz guter Qualität sind. Denn die Sachen vom letzten Jahr sind immer noch wunderschön, ne? Und nö, gefällt mir schon. Doch, definitiv, ne? Kann man auf jeden Fall sich so vormerken, dass man dann so im September nächsten Jahres oder so sich darauf einstellt, dass der Pure Lay Adventskalender dann wieder verfügbar sein wird. Ich werde es euch auch auf Instagram halt kommunizieren und mitteilen. Aber das war es jetzt hier von mir und dem Pure Lay Adventskalender. Ob er wirklich 700 Euro wert ist, boah, keine Ahnung, ne? Es ist halt auch immer die Frage, ob es einem selbst so viel wert ist. 700 Euro würde ich für die Sachen im Leben nicht ausgeben. 149 passt auf jeden Fall. Und ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem Pure Lay Adventskalender. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!